Frohe Weihnachten! Und ein herzliches Willkommen zum Videogedicht. Und zum finalen Teil der Weihnachtsgeschichte. Beim letzten Mal blieben wir im Stall stehen. Es kommen bereits die ersten Wehen, Josef rät Maria sich hinzulegen, traut sich kaum hinzusehen, weiß es ist da, um sie zu pflegen. Zwischen Ochs und Esel im Stall, so wie es sich verhält, erblickt Jesus, der König der Juden, das Licht der Welt. Eine Krippe wird zum Thron. Maria, das ist unser Baby, Josef. Gottes Sohn, gleichzeitig. Erzengel Gabriel hat den Hirten verkündet, der neue König ist endlich geboren. Damit ist die Weihnachtstradition begründet. Denn alle kamen sie zusammen, weil sie die Geburt des Babys super fanden. Ein heller Stern erscheint am Firmament, den man sogleich als heiliges Zeichen erkennt. Keine zwei Wochen vergehen, als die drei Weisen auf der Matte stehen, Kaspar, Melchior und Balthasar, bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe für den neuen Anführer. Hirten, Weise, Engel und Eltern stehen beisammen und erfreuen sich an Gottes Gesandten. Jesus schenkt ihnen Frieden, Liebe und Fröhlichkeit. Diesen Dingen ist eben jedes Weihnachtsfest geweiht. In diesem Sinne, frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten euch allen!